begleitet uns an unserem letzten Tag hier ins Disneyland Paris. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem letzten Vlog hier aus dem Disneyland Paris im Monat April. Brina und ich sind auf dem Weg, wir haben ausgecheckt, unsere Autos vollgepackt. Das Wetter hält sich aktuell noch, es ist kalt, aber es regnet nicht, das ist schon mal das Wichtigste. Und ja, was wir heute geplant haben, eigentlich nichts. Wir gehen jetzt heute im Pinocchios essen, das schmeckt uns eigentlich ganz gut immer. Wir gehen jetzt erstmal in die Studios und holen Daniels Remy-Schulterpuppe, weil die gibt es seit gestern wieder und er verpasst sie leider immer. Hat uns gebeten, da nochmal die Puppe zu holen. Ich verstehe auch nicht, warum diese Remy-Schulterpuppe immer nur in diesem einen Laden vorhanden ist. Also es ist auch wieder Schikane. Man muss durch den ganzen Park laufen, um diese Remy-Schulterpuppe zu holen. Die anderen Schulterpuppen sind ja alle schön zusammen im Emporium. Ne, Remy muss wieder bei seinem Land da sein. Naja, machen wir natürlich gern für Daniel. Ansonsten schauen wir mal. Ich habe noch ein paar Sachen für Moni gezeigt. Für euch. Ihr habt mir ja so viele Infos, also so viele Ideen geschickt. Die kann ich auch alle gar nicht umsetzen. Aber da habe ich noch ein paar Ideen fürs nächste Mal. Also vielen, vielen Dank schon mal für alle, die da mitgemacht haben. Kam sehr gut bei euch an. Ja, das Video kommt dann auch in den nächsten Tagen. Da zeige ich euch noch ein bisschen was. Und ja, leider haben wir noch nicht die Ohren gesehen. Wir haben ja vermutet, dass heute diese neuen Hutohren kommen. Bisher haben wir auf Twitter oder so nichts gesehen. Wetten, die kommen dann morgen, wenn wir wieder weg sind? Wahrscheinlich. Ja. Naja, Ariel-Ohren wollten wir eigentlich auch haben, sind auch mittlerweile ausverkauft. Ansonsten sind wir nächstes Wochenende in München. Ja. Zur Ausstellung. Und werden ein bisschen München erkunden. Da werdet ihr dann noch Vlogs sehen. Und Brina und ich haben auch was ganz Tolles im Mai geplant, aber das verraten wir noch nicht. Eine ganz tolle Tour über das lange Wochenende an Christi Himmelfahrt. Ich kann schon mal sagen, es geht in den Süden Deutschlands. Der Rest. Nie ohne Seife waschen. Ah, nach unten. Nach unten. Genau. Verraten wir dann irgendwann mal bei Instagram. Mission erfüllt. Daniel. Da ist er. Kostet 20 Euro. Ja, es gibt einen neuen Magic Shot direkt hier vom Plaza Gardens. Da habt ihr hier so einen Pinsel in die Hand und zeichnet so eine Mickey in den Himmel. Das machen wir doch direkt mal. Ich zeige euch dann das Bild dann auch danach. Schaut mal, wie wir hier haben. Aladdin und Jasmin. Mr. Smee und Captain Hook kann man jetzt hier auch treffen, aktuell. Und daneben haben wir auch, glaube ich, Peter Pan. Schauen wir mal, wen wir da haben. Genau, da ist Peter. Direkt nebendran. Jetzt ist Zeit, was zu essen. Und ja, au cholette de la Marionette oder
auf Deutsch Pinocchios Restaurant. Oh, I need please give me something. Es gibt ein Kindermenü für 9 Euro. Das ist jetzt gerade weggesprungen. Dann gibt es noch Menü 1 für 15 Euro mit dem Hotdog oder ein halbes Hähnchen ist. Menü 2 auch mit diesem Burger mit Leberkäse. Jetzt ist es wieder weggesprungen. Jetzt müssen wir kurz warten. Desserts gibt es ja auch, aber kosten ja extra. Kann das Ding wieder umspringen? Da gibt es den Leberkäse-Burger für 17 Euro. Ist ganz lecker, den hatte ich auch schon mal. Aber die Laugenbratwurst, sage ich mal, schmeckt auch richtig gut, wenn sie mal wieder umspringt. Alles okay. Genau, da habt ihr nochmal die anderen Menüs. Ein Kind hat mich verwechselt mit seiner Mama. Dieses Wochenende aufpassen. Ja, ich wurde gerade als Mama Dings. Naja, und so sieht's hier aus. Im Pinocchios Restaurant. So, so sieht das Essen aus. Das ist einmal der Hotdog im Laugenbrötchen. Es sieht nicht appetitlich aus, das gebe ich zu. Aber es schmeckt sehr, sehr gut. Dazu Pommes und ich habe jetzt heute Eistee. Normalerweise 15 Euro mit Jahreskartenrabatt, 12 Euro ein paar zerquetschte. Gerade in der Kamera sehe ich aus, als würde ich jetzt gleich hier ein Business-Meeting machen. Ohne meine Blumen auf dem Kopf, weil... Oh, die tun auch irgendwie weh. Ich habe halt heute mein Outfit so gewählt für Kooperationsbilder von Elbenwald. Ihr kennt die Sachen, habe ich euch bereits im Hall gezeigt. Und da muss ich noch ein paar Fotos machen mit dem Rucksack und auch Socken. Und habe jetzt aber wieder meine Jeans an. Ich hatte eben noch einen Rock an und nur so eine dünne Strumpfhose, war mir eindeutig zu kalt. Normalerweise laufe ich im Park nicht so leger rum, immer mit Kleidchen und Rock. Aber ja, jetzt einfach mal... Jeans mit weißen Sneakern, casual, ohne Ohren, weil ich habe jetzt keine mitgenommen und dieses Ding ist auch, oh, ist zwar schön, aber irgendwann kriegt man Kopfschmerzen und ich finde, das Wetter passt jetzt auch nicht so ganz für die Blümchen, das ist so schön frühlingshaft. Naja, so lange bleiben wir ja auch nicht mehr. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen erledigen, gegessen haben wir, achso, das Essen war in Ordnung. Ich finde es ganz okay hier zu essen. Es gibt halt nicht so viele Alternativen, was man hier so essen kann. Ja, es gibt noch Fisch und Chips, aber Brina isst zum Beispiel keinen Fisch. Hakuna Matata waren wir letztes Mal schon, das war auch okay. Bellanotte waren wir gestern und Burger, ja. Also viele Optionen für Schnellimbiss-Restaurants gibt es ja hier leider nicht. Hi, Mr. Smee. La feuille clochette, elle ne nous donne pas beaucoup d'argent. Hein. Eh ben, on va la changer, hein, la feuille clochette. Hein. Peter! Ah. Oh, Peter Paul. Peter! Hey, hi! Hi! Hello! Look, her shoes, beautiful shoes. Oh, very nice shoes. Yeah, zoom, zoom, zoom on the shoes. She's really good. We want to say hi to yes, Peter Paul? Yes. Peter Paul! Peter Pan! Peter! A big fan! A big fan! Really? Yes! Wow! Yes. Yeah. Because he's the most beautiful one. Of course! Yeah. Can we take a selfie? Yeah, of course! Schaut mal, wir haben Diddle Dum und Diddle Dee, glaube ich, heißen die, von Alice im Wunderland. Die sind auch mal sehr, sehr witzig. Die waren auch mal doof. Wir kaufen jetzt hier noch ein paar Pandora-Charms, also ich noch einen und Brina noch einen. Und dann geht's auch zurück. Ich weiß, die kann man immer so schlecht sehen, finde ich, durch die Scheibe. Wie jetzt zum Beispiel der 100er Jahre, der mit der neuen Mickey. Den vom 12. April gab es auch noch hier für 69 Euro. Den Anhänger-Charm für 79 gibt es auch. Ansonsten gibt es den 100 Jahre, die Kutsche gibt es hier auch noch und den
Lina, den Mini 100 gibt's auch schon hier. Für mein Armband. Da. Das ist der Mini für, den, für das Armband. Und der kostet 150? Anscheinend. Dann ist das, das ist jetzt hier Pre-Release. Jetzt muss ich mir den noch mitholen. Also wir haben nachgefragt und es ist tatsächlich so, dass der Charm schon seit 6. April oder so gibt. Kostet 149 Euro. Hat goldene Schuhe. Mini hinten mit der 100. Ja. Gibt es den auch schon online? Habe ich gar nicht bemerkt. Du guckst gerade. Disney 100. Ja, und das war unser halber Tag hier ein bisschen in Paris. Es ist nichts Spannendes passiert. Wir waren noch was essen, haben noch ein paar Erledigungen gemacht. Den Magic Shot haben wir gemacht. Und wir verabschieden uns jetzt. Das nächste Mal. Gesundheit. Das nächste Mal bin ich mit Daniel und Sven hier, wenn Small World wieder eröffnet hat. Am 1. Jetzt ist gut aber. Am 1. Mai-Wochenende. Nächstes Wochenende bin ich mit Brina und Nina in München. Da könnt ihr uns gerne wieder begleiten. Und darauf das Wochenende bin ich in der Schweiz, Unternehmer mit meinem Freund. Vielleicht fahren wir ins Conniland. Mal sehen, aber da gibt es dann ein Video, das seht ihr dann. Und ansonsten ist im Mai, dann habe ich am Anfang des Videos ja schon angeteasert, mit Brina noch was geplant. Und dann ein anderes Wochenende hier in Paris, aber da werden wir fast gar nicht Disneyland Paris besuchen, aber dazu dann im Mai mehr. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch den Leuten, November. Wir sind eigentlich ausgebucht. Also wenn ihr Termine mit uns planen wollt, müsst ihr die eigentlich schon für nächstes Jahr beantragen. Das ist bei uns immer schwierig. August haben wir noch nichts. August ist noch frei. Also Juli ist noch halb. Juli ist noch so halb, August ist noch frei und September eigentlich auch. Außer das letzte Wochenende im September. Und dann fängt es wieder Oktober. Und Oktober ist wieder ganz schlimm. Und Christmas und auch Halloween ist immer ganz schlimm. Ja, also wie gesagt, jetzt verabschiede ich mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns nächstes Wochenende in München wieder. Aber dazwischen kommen noch ein paar andere Videos. Also bis dann!